Liebe von, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück hier und erstmals darf ich das so sagen, zurück bei König Krutoi, zurück im Königreich Mecklenburg-Pommern. Das klingt doch großartig, wie ich finde. Aber das heißt natürlich, die Verantwortung und die Probleme, die werden wachsen. Und um zwei große Themenkomplexe müssen wir uns jetzt in dieser Folge kümmern. Das erste ist die sehr pikante Frage, die Causa Milena, die Tatsache, dass unsere Frau uns offenbar schon ganz früh betrogen hat und unsere Erbin und Tochter nicht von unserem Blute ist. Stellt euch das mal vor. Und das zweite Thema ist, dass wir jetzt unser ganzes Königreich umorganisieren müssen. Wir haben vier Grafschaften, die wir vergeben müssen. Dabei müssen wir die Erbschaften ein bisschen mit beachten und. Das wird unseren Rat durcheinander wirbeln. Also wir haben echt viel zu tun. Kann sein, dass uns das die ganze Folge beschäftigt. Aber es sind auch sehr knifflige Sachen dabei. Das kann ich schon mal verraten. So, als erstes das Thema unsere Frau. Also, das ganze Thema hat drei Problemfelder. Erstens, was machen wir mit unserer Frau? Zweitens, was machen wir mit dem Verrätergrafen, der unsere Frau geschwängert hat? Und die dritte Sache ist, was machen wir mit unserer Tochter? Dafür müssen wir adäquate Lösungen finden. Als erstes unsere Frau. Ich würde sagen, es ist nicht mehr denkbar, dass sie unsere Frau ist. Wir müssen uns scheiden lassen, aber nicht nur das, wir müssen sie richtig fortjagen. Wir sollten sie versuchen, glaube ich, sogar einzusperren. Das ist wirklich ein enormer Vertrauensbruch, den sie dort getan hat. Und der beste Weg, um das zu tun, ist, das Ganze aufzudecken. Erst einmal, das ist die Voraussetzung. Und das ist, finde ich jetzt, also hier zeigt sich jetzt, wie großartig, finde ich, diese neuen Ränkespielmöglichkeiten sind, die dieses Spiel jetzt hier uns gibt. Also die Sache mit den Druckmitteln und mit den Geheimnissen und so weiter. Weil man hätte ja zwei Möglichkeiten. Man könnte jetzt sagen, man erpresst von ihren Druckmitteln. Dann könnte man sie zum Beispiel ziemlich, also mit hundertprozentiger Sicherheit verhaften oder anderes machen. Oder das unter den Tisch fallen zu lassen und sie irgendwie, keine Ahnung, was man mit seiner Frau noch so machen kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder wir machen das öffentlich und wenn wir es öffentlich machen, dann haben wir die rechtliche Legitimation zum Beispiel, sie zu verhaften. Das hätten wir nicht, würden wir jetzt ein Druckmittel erpressen, dann würde das ja geheim bleiben. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir wollen aber jetzt, dass das öffentlich wird und damit haben wir die Legitimation, sie davon zu jagen, beziehungsweise sie zu verhaften. Also, wir decken das Ganze jetzt auf. So, umstrittene Abstammung ist der Hintergrund, das wird aufgedeckt. Okay, die Wahrheit. Ich habe der Öffentlichkeit bewiesen, dass Dobroschlova nicht von mir ist. Tatsächlich ist mein Ratsmarschall Graf Przybyszaw ihr wahrer Vater. Die Ungewissheit wird bleiben, denn da wir unmöglich die Wahrheit in Erfahrung bringen können, werden sich um ihre wahre Abstimmung für immer Gerüchte ranken. Ja, da stehen sie beide ziemlich blöde da, ne? Nun sind sie aufgeflogen. Die Welt muss die Wahrheit erfahren. Und ihr seht, das hat Konsequenzen auch interessanterweise für alle drei. Und das ist so cool, also das ist großartig. Also, Königin Milena erhält Ehebrecher, sie verliert eine Hingabestufe, Meinung und so weiter. Und das Ganze ist als Verbrechen deklariert. Wir können also sowohl den Grafen als auch Milena einkerkern, weil auch er erhält Ehebrecher und Dobrojega bekommt Meinungsabzüge gegenüber ihren Eltern. Ja, so ist es. Erstmal, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir lassen uns scheiden. Oder vielleicht sollten wir sie erstmal einkerkern. Ja, ich denke, das ist der erste Schritt. Und dadurch, dass sie Verbrecherin war, ist das jetzt keine tyrannische Aktion. Allerdings haben wir nur eine 65% Chance, dass das gelingt. Warum? Weil sie ein gutes Ränkespiel hat. Und ja, ansonsten Persönlichkeit minus 7, weiß ich nicht, was da noch hintersteht. So, versuchen wir es. Einkerkern, das würde ich sagen, warten wir mal ab, ob das erfolgreich ist. Ja. Oh, alles klar. Tatsächlich. Sie konnte sich der Verhaftung entziehen und ist aufs Land geflohen. Ich fasse es nicht. So, jetzt müssen wir mal dringend pausieren, weil dann müssen wir jetzt erstmal die Scheidung durchziehen. Die Ehescheidung. Dafür müssen wir blöderweise 100 Frömmigkeit investieren. Obwohl klar ist, was mit ihr los ist. Naja. Alle Verwandten von ihr verlieren dementsprechend. Ich weiß gar nicht, ob wenn man es andersrum gemacht hätte, ob das dann nicht gewesen wäre, aber
wir machen mal jetzt erstmal die Scheidung. So, das heißt, die Frau ist jetzt erstmal weg vom Hofe. Gut, das ist sie ja sowieso, aber natürlich auch offiziell jetzt nicht mehr unsere Frau. Wie ist das aber eigentlich jetzt? Ich würde sie gerne weiter im Auge behalten. Wo befindet sie sich eigentlich? Wir können sie mal anheften. Da können wir gegebenenfalls sie dann immer schnell finden. Sie ist jetzt wohin geflohen eigentlich? In Wollin. Was macht sie denn in Wollin? Hat sie dann noch einen anderen Lover? Etwa noch hier Graf Budivoy? Ist sie mit dem auch in die Kiste gestiegen? Gut, wie auch immer. Die Sache mit unserer Frau ist dann erstmal erledigt. Jetzt kommt die Sache mit ihm hier. Mit Graf Pribyschlav. So. Und jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten, wie man agieren könnte. Man könnte jetzt ihn einkerkern oder man könnte seinen Titel aberkennen. Man könnte natürlich jetzt als Machtpolitiker sagen oder als was auch immer sagen, okay, das ist natürlich geil, wir werden Graf von Rügen. Da wir aber sowieso nicht so viele Titel halten wollen und dadurch, dass das Konsequenzen natürlich hat, auch auf die ganzen Erben, muss man jetzt nicht diesen Weg gehen, sondern es reicht vielleicht einfach die Verhaftung. Das ist interessant. Der Sohn ist nach wie vor unverheiratet, der Haupterbe. Nee, ich denke, auch bei ihm werden wir die Verhaftung probieren. Scheint mir der sinnvollere Weg zu sein. Irgendwie der nachvollziehbare. Ja, und dann gucken wir mal. Achso, ja, das können wir eigentlich gleich durchziehen. Einkerkern. So, nur eine 40% Chance. Okay. Wenn das jetzt nicht klappt, dann wird er rebellieren. Dann wird es einen kleinen Bürgerkrieg geben. Kann sein, dass wir dann die Möglichkeit haben. Und das wäre tatsächlich dann auch ein Argument, dass wir die ganze Familie gewissermaßen enteignen. Ich würde sagen, ansonsten wollen wir jetzt hier keine Sippenhaft durchziehen. Er ist vernarbt und Ehebrecher. Ja, einkerkern. So, was passiert jetzt? Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist jetzt echt nicht ganz unwichtig. Gibt es einen Bürgerkrieg oder klappt die Verhaftung? Tatsächlich, es gibt den Krieg. Oh nein, ey. Okay, alles klar. Rana erklärt uns den Krieg. Wir sammeln natürlich die Truppen. Das sollte eine relativ schnelle Angelegenheit werden. Wir werden mal den Sammelpunkt verlegen. Vielleicht mal hierhin, relativ nah bei. Ach, die gehen mal eben gleich schon aufs Wasser. So, wir müssen unsere Armeen ausheben. Sind jetzt nicht so viele. Das Problem ist, wir haben natürlich jetzt das ganze Thema Domäne noch nicht erklärt, aber das hängt alles miteinander zusammen. Das ist das Problem dabei. Und wir sind nicht verheiratet. So, das müssen wir aber vielleicht, glaube ich, schnell nochmal klären. Und ein Ratsposten fehlt uns natürlich jetzt auch. Ah, ihr merkt schon, wo das Problem ist. Okay, wir suchen einen Ehepartner. Ich denke schon, dass wir nochmal heiraten werden als König. Und warum nicht eine junge Frau? Vielleicht kriegen wir doch noch einen männlichen Erben. Vielleicht lebt er ja noch länger. Und ich habe schon mal ein bisschen vorgeguckt und geluschert. Und ich finde, die beste Partie ist tatsächlich diese Dame, Nine Cook. Die ist eine Tochter oder ich glaube eine Schwester des estländischen Königs. Der ist auch König. Und ich finde durchaus, das ist eine angemessene Partie. So viele andere Alternativen haben wir auch nicht. Ich finde Königreich und Königreich und so weiter, das passt. Zumal wir damit wirklich ein anständiges Bündnis bekommen, auch noch mit dem Königreich Estland. Da kann sich also auch noch was entwickeln. Und, das ist auch interessant, sie hat Ansprüche. Sie kommt mit Ansprüchen daher. Gut, weil es beides Königreiche sind, kriegen wir auch noch Prestige. Moderate Chance auf Kinder. Ja, dann ziehen wir das durch. Dann wäre das erledigt. So, Domänenschwelle, darum müssen wir uns kümmern. Ein Ratsposten, das kann sein, dass das nur übergangsweise ist. Wir könnten aber, schaut mal, wir haben einen guten Bürgermeister, der auch Marschall sein kann. Den nehmen wir erstmal für diesen Zweck. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir uns, also das mit den Domänen, das lassen wir nochmal laufen. Wir führen jetzt erstmal, fechten jetzt erstmal diesen Krieg aus. Und werden versuchen, diese kleine Armee. Ah, das Ausheben ist noch nicht fertig. So, das Bündnis ist erstmal geschmiedet, ausgezeichnet, hervorragend. Aber er zieht gleich dorthin. Das heißt, wir müssen hier nochmal umdirigieren. Dich will ich nehmen. Nach Wolgast, bitte. 4500 Mann, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Hochzeitsfeierlichkeiten.
Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Königin Nina eine angemessene, extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Ja, ja, das machen wir natürlich. Als Gieriger. Auf jeden Fall. So, da wird es, denke ich, zur Schlacht kommen. Und das wird, glaube ich, eine vernichtende Schlacht werden. Vielleicht können wir sogar Graf Bülbeschlaff gleich gefangen nehmen und dann ist die Sache auch durch. Nee, können wir leider nicht, so wie es aussieht. Hat uns nur 11% gegeben. Das heißt, wir müssen hier das Ding noch erobern und dann sollte es soweit sein. 61 gegen 152. Ja, hat nicht schlecht gekämpft, muss ich sagen. Er flieht aber in andere Richtung. Ja, ich denke, wir gehen den Weg da, seine einzige Burg zu belagern, um die Sache zu klären. Er wird uns kaum schaden können. Ja, 2,7. Harte Herrschaft. Ah, Belagerungsfortschritt gegen Aufstände. Da ist ja hervorragend. Das passt ja wunderbar. Dann soll die Sache jetzt wirklich schnell zu Ende sein. Das ist ja auch ein schöner Perk. Ja, da können wir sogar ein bisschen schneller machen. Und dann haben wir das und damit haben wir auch die 100%. Hervorragend. Gut, dann erzwingen wir die Forderung. Was ist das Ergebnis? Wir sperren ihn ein. Und jetzt haben wir, glaube ich, genau, jetzt hat er, glaube ich, ein weiteres Verbrechen begangen. So, damit ist er eingesperrt. Und so sei es. Und was ist hier gerade passiert? Gar nichts. Das war nur die Nachricht entsprechend. Und jetzt müsste eigentlich die ganze Kiste vorbei sein, oder? Warum ist das hier noch? Nee, es ist nicht mehr rot. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt noch mehr Möglichkeiten gegen ihn haben, indem wir jetzt sagen, Titel aberkennen dazu. Und jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt brauchen wir natürlich die entsprechende Lehnsautorität. Wobei, ich check das nochmal, ob das wirklich so ist, dass wir ihm... Er ist Verbrecher, als Verbrecher bekannt, hat gegen mich aufbegehrt. Genau, deswegen können wir jetzt, glaube ich, auch nochmal den Titel aberkennen. Sehr gut. Also wir erhöhen jetzt die Lehnsautorität, setzen dafür 259 Prestige ein und werden jetzt, weil er aufbegehrt hat, er hätte seine ganze Dynastie nicht quasi jetzt mit ins Unglück reißen müssen, hätte er einfach gesagt, okay, ich sehe es ein, ich gehe ins Gefängnis. Aber nein, er wollte rebellieren. Damit haben auch seine Söhne mit rebelliert und damit verlieren sie den Anspruch hier auf die Grafschaft Rügen. Ganz klar, Titel aberkennen. Ich hoffe mal, das geht auch. Ja, genau. Also, hat gegen mich aufbegehrt, deswegen können wir das tun. Okay, er wird damit automatisch Rivale von uns. Das finde ich auch eine sehr, sehr coole Spielmechanik. Das war früher nicht so. Wenn man solche Aktionen jetzt mit jemandem macht, dann hat man einen Feind auf ewig. Das ist auch richtig gut, Leute. Okay, ihm bleibt nichts anderes übrig. Er wird annehmen. So, sehr schön. Und ich glaube, er kommt dann aus dem Gefängnis frei, oder? Ich denke, das ist so. Gut. Bündnis ungültig, das interessiert uns nicht. So, damit ist das jetzt in unserer Hand. Und jetzt geht's los. Jetzt haben wir 11 Domänen und wir müssen tatsächlich 5 weitergeben. Aber wir gucken nochmal, unsere Frau, was kann die eigentlich, die junge Dame? Oh, die ist tatsächlich vor allem in Kriegsführung gut. Ja gut, das heißt, sie hat... Ah, bei Verwaltung ist sie ganz schlecht. Sie wird uns also nicht helfen bei der Verwaltung. Das heißt, wir werden nicht aufs Domänenlimit 7 kommen. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt 5 loswerden. So, und jetzt ist die Frage, welche 5 und wer bekommt was? Wir haben, also wir gucken mal erstmal vorhandene Vasallen. Wir haben Bürgermeister, also die größeren Vasallen. Wir haben 2 Grafen. Ich bin nämlich überlegen, also es gibt natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann jetzt sich ganz viele Grafen jetzt, also wir könnten jetzt sozusagen 5 neue Grafen irgendwie erschaffen. Wir könnten natürlich auch sagen, dass zum Beispiel der Graf Budivoy von Wurlin noch eine weitere Grafschaft dazu bekommt. Das Haus hat uns gut gedient, gab zwar immer mal ein bisschen Stress, aber ich finde, das ist okay. Haben die denn eigentlich ein Kind? Was? Was ist das denn? Wer erbt das denn jetzt?
Okay, das wird wieder zurückfallen. Ja, umso besser. Ja, so großartig. Wieso 38? Was ist denn mit seiner Frau los? Ah, schaut mal, sie ist schwanger. Okay, alles klar. Gräfin Miroslava. Na gut, dann wird das nicht an uns fallen. Darauf brauchen wir keine Hoffnung haben. So, wie sieht's aus mit Kolobjek? Das ist alles die Jure Pommern. Ich würde mal sagen, das beachten wir jetzt auch ein bisschen. Wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Also ich würde sagen, das vergeben wir an Graf Budivoj. So, vergeben an. Na, ich glaube, es ist besser, wenn wir es anders machen. Gehen erst zum Grafen und sagen dann, er soll was bekommen. So, Titel vergeben und zwar den hier. Okay, prima. Da mag er uns natürlich gleich, so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt noch vier. Und jetzt würde ich sagen, was sind die geeignetsten Grafen? Ich denke, sehr, sehr passend ist es, wenn unsere besten Ritter, die jetzt in den Kämpfen und Kriegen der vergangenen Jahre sich so hervorgetan haben, dass wir die jetzt zum Grafen machen. Ansonsten haben wir keine großen Kandidaten. Und jetzt ist die Frage, welche Grafschaften zum Beispiel. Hier haben wir Werle, die ist relativ schwach, hat nur ein Besitztum. Das kann zum Beispiel jemand bekommen. Ich würde sagen, dann gucken wir mal bei unseren Champions vorbei. Hier, Jepban. So, der ist 38, der hat super gekämpft, das ist einer der besten Kämpfer. Der wird jetzt Graf von Werle, Titel vergeben. Vanabia heißt das. Okay, nächster. Gut, der ist dementsprechend auch unser Vasall. Ich hoffe, er wird schön weiter heiraten. So, jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger. Lübeck hat zwar nur ein. Er hat auch nur ein Besitztum. Könnte man durchaus auch vergeben. Also, ich versuche jetzt nicht die wertvollsten zu vergeben. Kissinia hat auch nur eins. 1,64. Aber Lübeck hat eine Burg 2, das ist wertvoll. Hier, Greifswald bzw. Wolgast, das können wir noch vergeben. Jetzt schauen wir mal. Oder wir geben auch dem Ritter 2 Grafschaften, auch das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir sozusagen eine überschaubare Zahl an Vasallen, die wir irgendwie im Zaum halten müssen. Das wird jetzt immer interessanter werden, dass wir natürlich ein gutes Verhältnis zu unseren Vasallen brauchen. Ich denke auch, ich mache ihn tatsächlich zum Grafen auch noch von Zirkipania. Das finde ich ganz gut. Ja, okay, also er bekommt auch diesen Titel noch. Gut. Dann würde ich tatsächlich jetzt gerne Rügen auch noch vergeben. Und da gucken wir uns mal jetzt noch einen neuen an. Noch einen neuen Champion, der sich hervorgeht. Lev. Lev hat viel und oft gekämpft. Ihr erinnert euch. Starker Mann. Der wird neuer Graf von Rügen. Oh, russische Herkunft. Aber das ist natürlich kein Problem. Titel vergeben. Graf von Rügen. Okay, alles klar. Der nächste Vasall. Jetzt ist noch eine Grafschaft übrig. Und jetzt ist die spannende Frage, welche? Cedinia scheint mir auch relativ armselig zu sein. Ja, ich finde, Cedinia kann man auch vergeben. Gibt es noch jemanden? Gibt es vielleicht jemanden in unserem Rat, den ich vergessen habe? Ja, was ist mit unserem Ratsspitzel Jaroslav? Natürlich. Der hat es ja auch endlich verdient, Graf zu werden. Absolut. Okay, also. Der wird Graf von Cedinia. Hervorragend. Okay, ihr seht, was für eine wichtige Entscheidung wir jetzt hier treffen. Der ist leider nicht mehr unser Hofarzt dadurch. Aber ich denke, das ist okay. So, jetzt haben wir erstmal sind wir erstmal die Domänen losgeworden, die wir loswerden mussten. Jetzt gucke ich mal, wie sich das alles so ein bisschen hinrödelt. Lass mal ein bisschen laufen, vielleicht die Monatswende abwarten. Und dann müssen wir anderes nochmal neu sortieren. Vor allem jetzt unseren Rat und wir müssen mal gucken mit den Rittern. Also, unseren Rat. Die Königin, ja, was macht sie denn jetzt? Wo, in welchem Punkt hilft sie uns? Sie könnte uns im Bereich Ritterlichkeit helfen. Ja, vielleicht gibt es noch weitere zukünftige Kämpfe. Ich überlege mal. Oder ist Diplomatie vielleicht ganz gut? Allgemeine Meinung. Ja, ist vielleicht auch nicht schlecht.
Fangen wir mal damit an. Höfische Politik, brauchen wir sicher Hilfe. So, Gertruda bleibt, glaube ich, unsere Priesterin. Oh, wartet mal, sind wir eigentlich noch? Haben wir noch was? Wir haben noch eine Affäre mit. Das ist natürlich albern. Das muss irgendwie von Affäre trennen. Das muss auch noch geklärt werden. Ja. So, das heißt, Gertruda bleibt unsere Affäre. Ist natürlich jetzt. Wir hätten natürlich sie auch heiraten können, aber das wäre nicht rangentsprechend gewesen. So, fremde Angelegenheit machen wir mal nicht. Wir machen mal heimische. Wir müssen erstmal gucken, dass wir bei uns klarkommen. So, und jetzt Kultur fördern ist, glaube ich, nicht nötig. Steuern eintreiben werden wir, glaube ich, noch mal ein bisschen weitermachen lassen. Der Ratsmarschall. Oder wir gucken mal, gibt es noch einen besseren Ratsverwalter jetzt? Stimmt, wir müssen ja jetzt die Mächtigen auch noch berücksichtigen. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja, zum Beispiel. Ja, genau, hier. Er muss ja jetzt berücksichtigen. Ach, richtig, ja, das ist jetzt ein Thema. Ich meine, die haben trotzdem eine gute Meinung von uns, weil wir ihnen so viel gegeben haben. Insofern lasse ich es erstmal. Erst wenn die Probleme machen, die Nachfahren, dann werde ich die im Rat berücksichtigen. Gut, dann haben wir hier den Ratsmarschall. Wobei, wir könnten Chepan zum Marschall machen, ja. Auch wenn der natürlich deutlich besser ist mit seinen 16. Oh nee, Graf Lev von Rügen. Das ist ja noch die viel bessere Wahl. Ja, großartig. Weisen wir zu. Der Bürgermeister interessiert uns da eher nicht, wenn der sauer ist. Und jetzt müssen wir gucken. Gemeindekontrolle. Das regieren wir, glaube ich, noch selbst, ne? Ach, soll er von mir aus in Rügen starten? Das ist okay. So, und unser Ratsspitzel, der macht weiter. Ich würde sagen, Komplotte stören. Wer weiß, sicher ist sicher. Erstmal hier ein bisschen solide alles aufbauen. Gut, dann schauen wir nochmal bei den Champions vorbei. Wann können wir wieder welche einladen? 1091, dauert noch ein bisschen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Unsere guten Leute sind jetzt alle auch noch mit Ämtern versehen. Jetzt werden die tatsächlich dadurch wichtiger, ne? Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber wir brauchen sie andererseits auch. Das ist okay. Das ist okay. Tja. So, Bürgermeister, was, der kann von mir aus auch mit seinen zwei mitkämpfen. Ja, gut, also es wäre bitter, wenn jetzt Shepan und Lerf oder so sterben würden, aber die sind einfach so gut, auf die können wir nicht verzichten. Das hilft jetzt nichts, es ist, wie es ist. Okay, prima. Dann sind wir erstmal durch. Mit diesen anderen Geschichten, da beschäftigen wir uns später und wir lassen noch mal ein bisschen weiterlaufen. Ich hatte euch vorgewarnt, dass die Sache etwas komplizierter wird. Aber ich glaube, wir haben das einigermaßen zur Zufriedenheit hier erledigt. Ach so, wir gucken noch mal. Wenige Champions. Titel Herzogtum von Pommern. Wartet mal. Das heißt, Pommerellen und Pommern. Ach, das sind zwei. Stimmt ja. Als König können wir, glaube ich, aber ohne Malus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zwei oder drei, wie das Limit war. Das muss ich noch mal prüfen, bevor ich das mache. An sich ist es sinnvoll. An sich ist es sinnvoll, Herzogtitel zu erschaffen, weil das bringt einfach mehr Prestige und mehr Dynastiebekanntheit. Ah, wisst ihr was? Ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Nämlich wegen des Aufstandes, was machen wir mit unserer Tochter, die nicht von unserem Blut ist? Oh mein Gott. Ja, natürlich. Das müssen wir noch klären und es gibt meines Erachtens nur eine Möglichkeit, diese Sache zu klären, nämlich die Enterbung. Geht nicht anders. Es kann niemand uns nachfolgen, der nicht von unserem Blut ist. Das wissen ja jetzt alle Leute. Wir werden sie enterben und leider, leider, auch wenn ich finde, wir alles Recht der Welt dazu haben, umstrittene Abstimmung, müssen wir leider unglaublich viel dafür bezahlen, nämlich 150 Bekanntheit. Und Bekanntheit geht so langsam hoch, ist so wertvoll, aber es hilft nichts. 300 Prestige, das stecken wir weg, aber wir machen das trotzdem. Mann, 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 das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Okay, die Enterbung ist da. Das heißt, sie ist zwar noch unsere Tochter, ist aber jetzt nicht mehr in der Erbfolge. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und jetzt sieht die Teilung so aus. Eva ist jetzt die neue Haupterbin. Eva bekommt das Königreich, das Herzogtum Mecklenburg und diese fünf Grafschaften, während Gertruda diese beiden bekommt.
aber auch das Herzogtum von Pommerellen und wir erinnern uns ja, ihr Mann besitzt die anderen beiden Grafschaften. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert, wenn wir jetzt das Herzogtum Pommern noch mitgründen? An wen geht das denn? Damit will ich mich erstmal theoretisch beschäftigen, bevor ich das durchziehe. Das können wir dann das nächste Mal vielleicht unternehmen. Okay, liebe Leute, also das war jetzt eine wichtige Folge, ein bisschen anderer Art, aber ich denke, ich habe dafür Verständnis. Ja, und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um unsere nächsten Ziele und schauen wir mal, was wir mit dem Herzogtum machen. Also bis dann, macht's gut, euer Steinballen.